Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich glaube, dieses Video habe ich jetzt lang genug vor mir hergeschoben und es hat jetzt ein Ende. Heute ist es soweit. Ich zeige euch endlich den fertigen Pferdekeller. Mein Vater und ich haben original eben gerade die beiden Bilder erst aufgehängt und ich traue mich gar nicht zu sagen, wie lange die schon unten im Keller liegen. Ich glaube mindestens einen Monat oder so, aber egal, heute werde ich euch den Keller zeigen. Deshalb will ich jetzt auch gar nicht lange drum rumreden. Wir gehen gleich direkt runter in den Keller und ich werde euch alles einmal zeigen. Ich warne euch trotzdem jetzt schon mal vor, denn wie gesagt, es ist ein Keller und die Lichtverhältnisse sind nicht die allerbesten, weil Tageslicht kommt da nicht so wirklich rein. Ich versuche alles so gut wie möglich mit meinem vorhandenen Licht auszuleuchten, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und wir werden jetzt mal runtergehen. So, wir sind jetzt unten im Keller und wie man sieht, ist hier die Tür. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit diesem Raum hier. In der Ecke steht immer so ein bisschen Schnickschnack, das beachten wir jetzt einfach mal nicht. Wir starten hier einfach mal mit dem wunderschönen Schrank. Die Leute, die den ganzen Prozess hier verfolgt haben, wissen, dass der vorher braun war. Genau, den haben wir weiß gestrichen. Und wenn wir den mal aufmachen, sieht er weniger ordentlich aus. Habe ich hier meine ganzen Reitsachen drin. Hier habe ich Reitshirts, noch mehr Reitshirts. Hier habe ich meine ganzen Reitleggings und dann hier in der Ecke meine Reithosen. Dann kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Seite vom Schrank. Ich weiß gerade selbst nicht, was da alles drin ist. Schauen wir mal rein. Und zwar, wie man sieht, sieht man nichts. Ich habe hier jetzt auch nichts irgendwie extra aufgeräumt, das soll alles real bleiben. Ja, hier sehen wir lauter Kleiderbügel. Hier unten habe ich nun das ganze Decken drin gelagert und hier oben liegt so ein bisschen Plüschkram. Ja, ein paar Sattelgurte und so. Also nichts Besonderes auf dieser Seite des Schranks. Wenn wir hier einmal hinten in die Ecke gucken, sehen wir eine Tasche. Da ist nur eine Skandare drin, die habe ich nicht immer im Stall. Die war nämlich etwas teurer und die will ich ein bisschen schonen, deshalb steht sie da gut eingepackt in der Ecke. So, neben dem Schrank haben wir dieses wunderschöne Regal und man sieht hier schon so ein leichtes Farbkonzept, nämlich schwarz und weiß, sehr farbenfroh, so mag ich das. Genau, deshalb haben wir hier so ein weißes Regal hingestellt und so ein paar schwarze Boxen. In diesen Boxen ist ehrlich gesagt gar nicht so viel Kram drin. Hier haben wir zum Beispiel sehr viel Plüschkram. Das sind immer vorne von den Schabracken, wenn da irgendwie was dran ist. Das mache ich nämlich immer ab, weil ich ja selbst einen Plüsch unterm Sattel habe. Ja, deshalb habe ich das hier einfach mal in den Boxen gelagert, damit das einfach alles so ein bisschen ordentlich aussieht. Hier unten habe ich dann noch so eine Cap stehen. Ein Bild von unserem kleinen Opi. Genau, hier habe ich noch einen Sea Coach und bekanntlicherweise habe ich ja nicht allzu viele Halfter, deshalb habe ich die drei, die ich jetzt hier zu Hause habe, einfach random an dieses Regal gehängt. Ich glaube, ich habe noch zwei oder drei im Stall. Genau, deshalb hängen die einfach hier und haben keine besonderen Plätze. Hier unten neben dem Regal stehen dann noch meine Turnierstiefel, meine eigentlichen Turnierstiefel. Ich bin ja seit 2 Jahren nicht auf Turnier gewesen. Die benutze ich jetzt ab und zu noch, wenn ich beim Bildermachen irgendwie schwarze Stiefel brauche, weil beim Training habe ich ja immer meine braunen an. Genau, deshalb habe ich hier meine schwarzen Stiefel stehen. Und dann gehen wir jetzt auch schon weiter. Dann kommen wir jetzt auch schon zu dieser Ecke hier im Raum. Diesen Hocker, nein, das ist kein Hocker, das ist ein Stuhl. Diesen Stuhl hat mein Vater aus Paletten selbst gemacht. Haben wir dann weiß gestrichen, damit er hier in den Raum passt. Und jetzt steht er einfach hier mehr so als Dekozweck. Genau, das Poster hier von Nunu haben wir vorhin auch dran gemacht und ich finde es einfach wunderschön. Ich liebe dieses Bild von ihm. Und gerade, weil es auch schwarzen Hintergrund hat, passt es hier perfekt in diesen Raum. Genau, das heißt, hier in dieser Ecke ist eigentlich gar nichts Besonderes mehr. Hier ist jetzt auch schon der letzte Teil des ersten Raumes. Und zwar habe ich hier meinen Schreibtisch wieder aufgebaut. Der stand damals oben in meinem Zimmer, aber der hatte da irgendwann keinen Platz mehr. Deshalb steht da jetzt einfach wieder hier eigentlich nichts Besonderes. Darüber haben wir noch einen Spiegel aufgehängt. Rein theoretisch müsstet ihr euch jetzt auch selbst im Spiegel sehen. Ich habe nämlich heute leider keinen Kameramann dabei, deshalb muss mein Stativ herhalten. Aber ich hoffe, das ist alles in Ordnung. Und ich habe schon gerade gesehen, hier liegt mein Aufgabenheft. Da habe ich, wie gesagt, 2 Jahre nicht reingeguckt. Aber ich hoffe, es geht bald irgendwann wieder mit den Turnieren los, dass dieses schöne Buch auch mal wieder gelesen wird und ich wieder ein paar Aufgaben auswendig lernen muss. Aber ja, das werden wir sehen. Im ersten Zimmer gibt es, glaube ich, soweit nicht mehr anzugucken. Deshalb würde ich sagen, wir gehen direkt rüber in den zweiten Raum. Da gibt es nämlich sehr viele schöne Sachen. Und es gibt noch 2 Special-Sachen, die so mit Lichtern und Beleuchtung und so weiter und so fort zu tun haben. Das zeige ich euch aber erst ganz am Ende des Videos. Deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rüber. Ich stehe jetzt auch schon im Durchgang zum zweiten Zimmer und im Hintergrund sieht man schon die wunderschönen Schabracken und alles weitere. Ich wollte euch hier jetzt aber erstmal so einen Überblick verschaffen, damit man hier erstmal so ein Gesamtbild vom Raum hat. Und jetzt gehen wir aber einmal komplett den Raum durch. Wir starten jetzt einfach mal direkt hier in dieser Ecke. Und zwar habe ich hier genau das gleiche Regal wie drüben im Raum stehen.
und habe dann einfach meine ganzen Abschützdecken hier drin, also ganz unten. Hier sind auch noch Abschützdecken, im Stall habe ich glaube ich auch noch welche. Genau, dann habe ich hier meine Gamaschen, davon habe ich nicht so viele, weil ich ja eher der Bandagentyp bin. Und meine ganzen Glocken habe ich hier auch noch drin stehen. Genau, hier oben steht dann einfach ein bisschen Dekokram. Und ja, ansonsten ist da nichts weiter Spektakuläres drin. Dann gehen wir jetzt auch direkt ein Stückchen weiter zum größten Spiegel, den ich jemals besessen habe. Und zwar ist es dieses wunderschöne Stück hier. Die ganzen Lichter außenrum, die habe ich da alle selbst drauf geklebt, also die waren da noch nicht drauf. Und ja, ich finde es einfach richtig schön. Das macht den Raum einfach nochmal um einiges größer. Obwohl der Raum schon unnormal groß ist. Eigentlich war es unnötig, aber ich wollte hier halt so einen großen Spiegel drin haben. Und ja, ich glaube, er ist groß genug geworden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das eben gut erkennen konnte. Deshalb komme ich jetzt einfach mal runter. Wir haben neben den Spiegel so einen Sattelbock hingestellt. Den haben wir vorher weiß gestrichen, damit er hier einfach besser reinpasst. Und haben dann so dekomäßig eine Schabracke, die passenden Gamaschen und die passenden Glocken hier so hingestellt. Das gibt mir immer so ein paar Reitgeschäft-Vibes, wenn ich hier so reinkomme. Ja, fand ich ganz hübsch, deshalb steht es jetzt hier. So Leute, es ist Zeit für den allerschönsten Part in diesen beiden Zimmern. Und zwar ist es diese Schabrackenwand. Alle Leute, die den Umbau von diesem Keller hier verfolgt haben, wissen ganz genau, was das für ein Akt war, diese Wand so zu bekommen, wie sie jetzt ist. Eigentlich sollte sie schlicht weiß werden, aber ich bin richtig froh, dass wir uns dagegen entschieden haben und dass nichts funktioniert hat. Und jetzt glitzert sie wunderschön und ja, es ist ein Traum. Es sieht alles so schön aus und ich liebe es. Dann machen wir jetzt auch schon weiter mit diesen beiden Regalen hier. Kurze Orientierung, ich weiß nicht, ob man es gerade auf der Kamera sieht. Hier hängen die ganzen Schabracken längs. Okay, die Kamera hat sich gerade so dahin bewegt. Ich glaube, man sieht es. Auf dem unteren Regal habe ich Nunus ganzen Fliegenhauben hingelegt. Ich hatte nämlich irgendwie keinen optimalen Platz in diesen beiden Räumen. Ich weiß nicht, wo ich die hin tun sollte. Deshalb liegen sie jetzt erstmal hier auf dem Regal. In der Mitte habe ich noch eine Putztasche und die hatten wir immer mit auf dem Turnier. Da sind auch Nunus Turniergamaschen mit drin. Also, wenn es irgendwann mal wieder losgeht, wir sind startklar, die Gamaschen liegen bereit. Genau, auf dem oberen Regal habe ich dann hier zum einen so ein paar Futterschüsseln stehen. Hier habe ich noch ein paar kleine Pröbchen, die waren mal in einem Adventskalender, glaube ich, drin. Genau, die stehen hier einfach so, sieht ganz süß aus. Und da hinten haben wir dann noch ein bisschen Pflegezeug, einmal für Sattel, Trense, Kandare und auch für Nunu. Und ansonsten, ja, war es das mit diesen beiden Regalen. So, Freunde, dann begeben wir uns jetzt auch in die allerletzte Ecke der beiden Räume. Und ich werde gerade dezent von diesen drei Leuchten an der Decke angeleuchtet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht überbelichtet bin, sonst könnte das gerade sehr blöd aussehen. Egal, wir fangen jetzt mal hier mit der Ecke an. Und zwar steht hier zum einen dieses schöne Sofa. Die Kenner unter euch wissen, dass mein Bruder hier vorher diese beiden Zimmer gehört haben. Und er hat das Sofa hier gelassen und ich wusste nicht, was ich damit machen soll, deshalb steht es jetzt einfach da. Tatsächlich habe ich in diesem Raum auch einen Fernseher. Ich weiß, es ist komplett unnötig. Hier braucht absolut kein Fernseher sein. Ja, aber ich hatte ein Sofa und ich hatte Platz. Und unter anderem wollte ich auch meine Workouts hier machen. Und die mache ich immer über YouTube. Und jetzt steht da ein Fernseher. Unter dem Fernseher habe ich dann einfach noch so ein bisschen Dekokram stehen. Einfach so ein Korb mit einer Kerze oben drauf. Und das allerwichtigste in diesem Zimmer ist dieser kleine Kollege hier. Das ist Herr Nöckermann. Fragt mich nicht wieso, aber meine Mutter hat dieses Nashorn im Laden gesehen und musste direkt an Nunu denken. Dann habe ich es gesehen und musste direkt an Nunu denken. Keine Ahnung, dieses Einhorn sieht... dieses Einhorn, sag ich schon. Dieses Nashorn sieht einfach wie Nunu aus. Und das ist Herr Nöckermann, also seid alle nett zu Herrn Nöckermann. Er ist jetzt Teil dieses Raumes. Ich stehe jetzt auch schon vor dem letzten Part in diesem Raum und zwar ist es dieses wunderschöne Bild. Ich schmeiße hier schon alles um. Ich liebe es einfach so sehr und ich finde, es passt von den Farben einfach perfekt hier rein. Auch wenn alles so schwarz, weiß und grau ist, ist das so ein kleiner Farbtupfer. Ja, ich finde es sehr schön. So, jetzt habe ich euch aber erstmal die beiden Räume gezeigt und ich hatte ja noch zwei Besonderheiten, in Anführungszeichen, ist absolut nichts Besonderes. Und eigentlich auch ein bisschen unnötig, aber egal, ich zeige es euch trotzdem. Die erste Sache ist diese hier. Ich habe nämlich hinter dem Sofa so einen Vorhang mit Gardinen und ich dachte, das sieht vielleicht ganz nett aus, wenn da so Lichterketten drin sind. Deshalb, ja, sind da jetzt Lichterketten drin. Und die zweite Sache ist diese hier. Heutzutage hat gefühlt jeder LED-Leuchten in seinem Zimmer.
Und ich dachte mir so, wieso nicht auch im Pferdekeller? Deshalb ist jetzt alles mit LED-Lichtern. Ja, das beißt sich gerade komplett, also die beiden Lichter. Aber naja, das wollte ich euch noch gezeigt haben. Finde ich cool, ist vielleicht unnötig. Aber egal. Ich werde gleich auf jeden Fall nochmal oben an meinem Laptop gucken, ob ich die Vorheraufnahmen von diesen beiden Räumen hier habe. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie das Ganze hier vorher aussah. Ich gucke nochmal, ansonsten schneide ich euch jetzt nochmal so einen Vorher-Nachher-Vergleich hier rein. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Das werdet ihr dann jetzt sehen. Das ist jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt. Aber ich glaube schon. Und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.